Ja, liebe Weinfreunde, der Frühling hält so langsam Einzug in die Umstädter Weinberge und auch das Leben kehrt zurück in die Weinberge. Das sieht ja alles so über den Winter immer etwas tot aus, aber der Austrieb an den Reben steht unmittelbar bevor und das wird hier auch die nächsten Woche dann recht zügig zuwachsen, die Triebe und die Laubwand. Und da macht man sich ja zwangsläufig auch als Winzer Gedanken, ja, wie ernährt sich eigentlich so eine Rebe, wo kommt dieser ganze Zuwachs her? Wenn man das mal betrachtet, eigentlich ist es ja ein geschlossenes System. Wir nehmen ja nichts raus aus dem Weinberg. Der Rebschnitt bleibt drin, den habe ich gestern gemulcht. Die Blätter bleiben drin, die fallen im Herbst runter, da sieht man jetzt gar nichts mehr davon. Und die paar Trauben, die wir rausnehmen, die kommen ja letztendlich auch wieder zurück, weil in der Winzergenossenschaft wird nur der Saft rausgepresst. Das ist ein bisschen Wasser, ein bisschen Zucker, Glucose, Fructose, ein paar Extrakte und das war's dann. Ne? Also Schalen, sprich Trester und Kerne, kommen in Weinberg zurück. Wenn das ein geschlossenes System ist, warum funktioniert es dann nicht von alleine? Ja? Also die Rebe ist halt ein bisschen faul. Ne? Man muss ihr die Nährstoffe vor die Füße tragen und das macht man am besten, indem man den Boden bewegt. Dazu gibt es verschiedene Methoden, kann man mit einer Fräse machen, mit einem Grupper. Ich habe für meinen Betrieb was Spezielles angeschafft, das ist eine Spatenmaschine. Dann kommt mal näher. So, ja, wir haben für euch mal das Gehäuse abgemacht, die Abdeckung von dieser Spatenmaschine. Und da sieht man mal die Anordnung, das sind in der Tat Spaten, die sich in die Erde reinbewegen, das werdet ihr nachher noch sehen. Und der Vorteil ist hier im Gegensatz zu einer Fräse, dass die Erde nicht so feinkrümelig, sondern etwas gröber dann da liegt und auch diese ganze Erosionsgefährdung. Also wenn hier Starkregen dann irgendwann mal kommen sollten, ist der Boden unten drunter wie ein Sägezahn und hält diese Erosion auf. Und bei einer Fräse ist ja immer eine Frässohle, eine Verdichtung da und feinkrümeliger Boden obendrauf, was tendenziell für eine Erosion halt zugute kommt. Ne? Gut, ich denke, wir schmeißen die Maschine mal an, dann seht ihr die in Aktion. Ja, jetzt sind wir mit der Spatenmaschine durch. Der Boden ist wunderbar locker, aber trotzdem sind hier, wie vorhin gesagt, große Stücke in der Erde drin. Das heißt also Starkregengefährdung überhaupt nicht und schön locker. Und jetzt aktiviert sich das Bodenleben, Stickstoff und andere Mineralien werden frei und werden der Rebe direkt vor die Füße getragen. Jetzt kann es losgehen. Ne? Reben sollen wachsen, irgendwann hängen Träubchen dran. Irgendwann wird Wein draus. Viel Spaß beim Weintrinken.